Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns den Minecraft Live Mob Vote Server von Oktober 2022 an. Auf dem gab es eben auch ein paar Minispiele, die spielen wir alle einmal. Ich werde immer mal wieder was sagen zum Server im Video. Allerdings werde ich nicht durchgehend was reden, da ich damals ohne Sprachaufnahme aufgenommen habe und das jetzt nachmoderiere. Falls euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Video. Hier ist der Zug mit den Minecraft-Mobs aus dem Minecraft-Live-Ankündigungsvideo zu sehen. Falls ihr nur einen bestimmten Teil des Videos sehen wollt, Timestamps sind in der Beschreibung zu finden. Hey! Hopsan. Oops, du geht. Oi, oi, oi. Nehmen oi. Aha. Hier sieht man die drei zur Auswahl stehenden Mobs, den Rascal, den Tough Golem und den Sniffer. Oops. Jetzt starten wir mit dem ersten von drei Jump'n'Runs. Diese verlaufen jeweils durch den Lebensraum des ausgewählten Mobs. Die Jump'n'Runs habe ich auf 150% beschleunigt. Falls ihr euch sie euch in Originalgeschwindigkeit anschauen wollt, könnt ihr einfach die Geschwindigkeit auf 0,75 setzen. Thank you.
So, Jump'n'Run's abgeschlossen, weiter geht's mit Dropper. Ui, da. Auch der Dropper ist erledigt. Als nächstes jetzt Jens Kampfarena. Falls sich jemand fragt, warum hier Winken 1 steht, die meinen natürlich Wave 1, also halt Welle 1 und nicht Winken,
aber die haben es halt falsch übersetzt. Hier oben kann man sich eben durch seine Punkte, die man wohl durch Treffer erzielt, auch bessere Waffen und Heilung oder Tränke kaufen. So, nach der Kampfarena kommen wir jetzt zur letzten Attraktion, der Minecart-Rundfahrt. Das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin! We'll be right back.
Bye.